einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Pizmeet Weintesten. Saufen! Hallo, das sind voll die morgens um 10.20 Uhr. Wir haben, ja genau. Saufen! Wir haben 20 nach 10. Peter und Sepp haben ja groß getönt. Weißwein von Rotwein unterscheiden. Boah, easy. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir denen einfach ein paar Weine besorgt. Sieben an der Zahl. Wo haben wir das nochmal gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ja, in mehreren Videos. Wahrscheinlich in den React. Das wird eingeblendet. Das Video. Ja, keine Ahnung, schmeckt das denn wirklich ernsthaft? Also theoretisch, nein, tut's nicht. Wenn du die gleiche also Temperatur hättest von beiden Sorten und die Augen verbinden würdest, das wäre lokale Games. Dass wir das testen müssen, ob sie halt rot oder weiß sind oder so. Das kann ich safe. Das würde ich auch. Oh, okay. Das willst du? Klar. Ich schreib's auf. Ich schreib's nachher an. Ich schreib's auf. Alter, ich schmeck doch den Unterschied zwischen Weißwein und Rotwein, Leute. Ich ruhe kurz Thomas Gottschalk an. Ja. So, wir haben sieben Flaschen Wein hier. Unter anderem ein paar weiße, ein paar rote. Aber das ist ja egal. Die Anzahl ist nicht even. Ja. Und vielleicht haben wir unter dem Tisch auch noch ein Rosé versteckt. Okay, riecht nach Wein. Rosé war in unserer Aussage nicht dabei, möchte ich mal ganz kurz sagen. Genau. Weil nur Rot- und Weißwein gesagt. Ja, aber dann ist doch beides. Ja, nee, das ist weder noch. Das verwirrt uns einfach nicht heftig. Beides, das ist einfach weder sollen wir so ein Glas so zwei verschiedene reintun und dann sagen, schmeckt du Sau. Ja. Nee, den musst du auch aufmachen. Ich sehe schon einige Drehverschlüsse. Ja. Viele Leute denken ja, das spricht direkt für einen schlechteren Wein, aber das ist Quatsch. Ich lasse auch die Flasche schon offen, damit ihr gleich nicht irgendwie Geräusche hört. Das schon nach Alkohol. Sind das dann nicht frischere Weine? Weil wenn Wein länger lagert, dann solltest du korken. Und wenn der nicht so alt ist, dann Drehverschluss? Nein. Nee? Keine Ahnung. Ich glaube, Drehverschluss ist einfach nicht. Korken nicht 100%. Genau, kann ja atmen und lebt dann noch. Die Tannine. Gibt, glaube ich, auch alte Weine mit Drehverschluss. Echt? Weil der sich dann nicht so viel weiterentwickeln muss. Jetzt kommt hier geile, fette Note. Keine Ahnung. Jeder alle Weine mit Drehverschluss nimmt du mit nach Hause. Alle anderen muss hier Boris Betriebsgeheimnis leer trinken. Ja. Jetzt konnte er doch schon dran riechen. Ja, das Schweiß. Ohne Spaß, gib ihm das. Ja, ich will da wieder ran. Ja. Du hast Pech gehabt. Mir bringt das eh nichts. Also glaube ich. Das ist übrigens der billigste Auföffner. Du weißt, geht ja nicht raus, drückst ihn rein. Mal hast du immer die. Nein, nicht reindrücken. Bisschen Kork zum Wein. Ja, einfach jetzt hier. Bisschen Wein zum Kork. Boah, das ist aber echt, da muss ich ja noch wirklich viel selber Kraft anwenden. Oh. Ja, das ist ja kein Sekt. Ja, nee, aber das schwappt trotzdem, wenn du die Flasche zu mir rüberhaust. Okay. Ja. Nice. Soll ich mit dem Video aufmachen? Nee, geht nichts schief. Also, das ist halt kein Sekt, der sprudelt jetzt nicht. Nee, aber es gibt so Leute, die machen so. Ja, weil der Druck dann auf einmal weg ist. Genau. Also, ihr werdet gleich nicht wissen, welcher es ist oder ob meiner dreifach vorkommt. Vielleicht habt ihr auch einfach nur siebenmal denselben. Ja? Kann alles passieren. Das werden wir schmecken. Das würdest du ja schmecken. Theoretisch kann ich den Korken auch rauslassen, oder? Ja, theoretisch kann ich ihn raus. Willst du den Wein schon mal atmen lassen? Ja. Mir ist die Tannine müssen atmen. Ich wollte dir nur unnötige Arbeit vermeiden. So. Ich habe den einfach nur da drauf gesteckt. Wir haben diesmal übrigens professionelle und wunderschöne Augenbinden. Wieso kriege ich die Katze? Das ist ein Beispiel. Ich habe auch eine Katze, aber ich habe die schönere Katze. Also ich bin das Männchen, du bist das Weibchen. Ich habe die komische Anime-Katze. Sag mal, was hast du, Sepp? Das ist keine Anime-Katze. Du bist einfach ein Weibchen. Hallo, ich habe hier kleine Herzchen auf der Wange. Ja, weil du das Männchen bist. Das ist einfach ein Weibchen. Ja, okay. Hast du noch nie eine Katze gesehen, oder? Ja, echt, ey. Sam sieht genauso aus. Die Katze hat nämlich hier Herzchen. Wie wir alle wissen. Wie Spinnen. Bienen? Spinnen. Achso, okay. Bin ich Jonathan. Weibliche Spinnen haben auch ein Herzchen auf dem Arsch. Okay, ich weiß, warum ich eigentlich nie Wein trinke. Du trinkst dauernd Wein. Ja, aber nur beim Kochen. Ich will halt vermeiden, an dem Korken zu rütteln, weil ja, ich weiß. Du darfst den Korken ja nicht abbrechen. Können ja. Sepp und ich uns eigentlich beraten? Oh, das wäre auch lustig. Ich würde sagen, nein. Ich glaube nicht, dass ihr den gleichen Wein bekommt, oder? Kriegen wir die gleiche Reihenfolge, ist die Frage auch. So. Sind wir schon richtig eingestellt oder ist das eher so Kindergröße hier? Das müsst ihr kurz selbst rausfinden. Bin ich jetzt Kawaii? Nee. Peter ist Kawaii, ne? Ja, ich habe ja auch die Anime-Katze. Peter, ich habe 80 Videos gelöscht. Ich bin eher so, ah nee, Moment, der sieht nichts. Du hast 80 Videos gelöscht? Der hört ja noch. Alles gut, war nur ein Scherz. Ich wollte nur gucken, ob du noch hören kannst. Ja, hören kann ich noch.
Ja, okay, braun. So, falls sich irgendeiner die Reihenfolge gemerkt hat, habt ihr verloren. Die ist nämlich nicht mehr dieselbe. Ich mach doch eh nicht nach Reihenfolge. Das stimmt, aber vielleicht hörst du ja so, wenn ich die rechte Flasche nehme, weißt du, das war ja ganz links, war der Grauburgunder jetzt. Ich bin Peter, nicht Jonathan. Ja, ich sag nur, dass ihr das merken kannst. Ich versuch nicht, das System zu retten. Womit möchtest du anfangen? Ich würde sagen... Damit? Das ist so ein guter Tropfen aus, ja? Ich fang direkt mit Rot. Ist das eher für Chris, für Sepp oder eher für Peter? Das weiß ich nicht. Lass Peter anfangen. So, hier vorne ist ein Glas für dich, ja? Okay, ist das kleine Glas. Das ist das kleine Glas, das ist ungefähr halb voll. Ich brauche noch mal den Spuckeimer. Ach so, ja. Nein, du wolltest Spuckeimer. Peter haben. Hier unten. Schön. Oh, gut. Peter spuckt, ja. Hä? Der andere ist rechts von dir. Sorry, habe ich vergessen, wo ich ihn hingestellt habe. So, hier, weil Peter kann das nicht trinken. Ja, Problem Meines ist, Peter kann nicht sehen, wohin der spuckt. Das ist auch schön. Peter, das ist einfach nicht dein Niveau, ne? Ist eigentlich irgendjemand von euch so leicht erkältet, Nase zu, da der nicht riechen kann? Das wäre natürlich ja, schlecht. Jetzt die Ausreden noch raushauen wollen. Das wäre schlecht. Ja, nur das Frühstück war nicht so geil. Kann Peter uns jetzt seine Gedanken mitteilen? Ja, das riecht weiß. Das ist eine interessante Aussage. Möchtest du jetzt schon abgeben oder willst du probieren? Nein, ich bin schon dumm. Eins nach dem anderen, mein Freund. Hey, wir können das auch umändern, ich kann das riechen. Das war daneben. Die Taube? Wieder mal daneben. Nein, alles gut. Alles gut. Aber voll getroffen. Ja. 100% weiß. Lösen wir jetzt schon auf? Ja, das ist halt die Frage. Wir lösen am Ende auf. Punkte werden jetzt eingeblendet, oder? Kann die jemand mal aufschreiben? Ja, ich kann das aufschreiben. Ob das richtig oder falsch war. Boah, das ist aber, wieso wird mir das nicht. Achso, damit ich das nicht, das Wissen nicht damit für den nächsten Mal. Damit du nicht zählen kannst, ja. Das ergibt voll Sinn. Ich gebe dir einen Tipp, Sepp. Ja. Google nicht. Nee, warum? Wir haben noch nie Wein gegurgelt. Diese Flasche hier. Easy. Das hier? Ja? Nee, warte mal. Falls man das sehen kann? Nein. Nee, das ist Weißwein. Okay. Kann man nicht sehen. Soll ich das näher ranhalten? Ja. Kannst du auch in die Kamera oben halten? Genau, kann ich das hier reinhalten? Das ist Rotwein. Das ist Rotwein? Bäh. Okay. Warte. Moment. Ich grüße das Glas wieder. Warte. Es gibt auch trockene Weißweine, ne? Ja, das ist nicht pelzig. Pelzig? Rotwein ist pelzig. Ich hätte vielleicht dieses Farbrad. Nee, das ist Weißwein. Jetzt safe? Ja, das ist safe. Okay, Regie, können wir das Ergebnis einfach, bitte vermerken? Das ist einfach nur sehr fieser, trockener Weißwein. Ich hätte das Farbrad nochmal mitbringen können, wo dann draufsteht, ob der eventuell brennnessellastig ist oder eher flüssig. Das sind wirklich so Sachen, die werde ich niemals, also die checke ich halt wirklich nicht. Nee. Also wenn dann auch so, dann wird ja ein Wein gebracht und dann wird vorher noch gesagt, ja, da hast du da die speziellen Bananennoten und ich denke mir dann, Alter, nee, der schmeckt nach Wein. Das schon lange okay, dann gehen wir jetzt Peter den nächsten, ja? Ja, okay. Ich wähle diesen kleinen Wein aus. Nicht so wie letztes Mal, oder was? Nee, da hat Christian den ausgesucht. Da habe ich den ausgesucht. Ja, da wusste ich nicht. Aber jetzt, wo ich den vorhabe, werde ich damit viel anfangen. Ja. Ah, der Klang. Oh, das ist ein Weißwein. Gluck. Rotwein. Der gluckert anders, oder? So, bitteschön. Ich bräuchte in der rechten Hand. Hast du das in den gleichen Glas getan? Nee. Davon gab es zwei. Davon gab es zwei. Hier. Okay. Peter, wir haben 20 Euro, wenn du das nachher trinkst, was hier drin ist. Oh, ich will hier nichts umwerfen. Ja, Martin, Honig? Das Wasserglas ist ja, das Wasserglas. Ich will hier nichts umwerfen. Nee, Wasserglas ist weg. Alles gut. Steht direkt voll. Du bist eh jetzt schon farbig, also ist alles gut. Der riecht wie ein Roter. Peter, lass dich nicht verwirren. Mich hat das auch verwirrt. Gurgel nicht. Was machst du jetzt? Easy Rot. Hast du direkt geschmeckt. Er schmeckt... Pelzig. Ah, der schmeckt lecker. Nee, der schmeckt überhaupt nicht pelzig. Der ist kein super schwerer Rotwein, sondern das ist... Wir nehmen mal auf. Es gibt auch nicht super schwere Rotweine. Na klaro, Alter. Dieses Glas, sagt Peter, ist ein Roter. Christian. Ich bin so gespannt nachher. Genau so. Ich hab's null getroffen nachher einfach oder so. Oder können wir auch 7-mal Weißwein bekommen, so als Frage? Können wir auch. Kann wir passieren. Können sogar 7-mal den gleichen Wein bekommen. Ah, okay, ich wollte nur... Aber das war, ich habe nicht 2-mal den gleichen Wein bekommen. Bitte schön. Okay. Dann wäre ja auch wenn derselbe. Das ist richtig. Also ich muss ja zugeben, ich kaufe ja immer nur den weißen oder den roten. Ach so. In dieser 500 Milliliter Flasche zum Kochen. Ja. Und da erkennst du halt sehr gut den schlechten Rotwein, den schlechten Weißwein, kannst du sehr gut voneinander unterscheiden. Muss auch gut zum Kochen. Das ist ein Weißwein. Das ist ein Weißwein? Warte.
Ja? Ich nehme das ich muss ja lernen hier aus meinem letzten Fail. Nochmal? Ja, okay. Da wird nochmal probiert, aber ist ja kein Problem. Möchtest du das einloggen oder nochmal ändern? Ich habe noch nie Rotwein, glaube ich, getrunken, der so dünn ist wie Weißwein. Der ist gar nicht so schlecht. Gott, ey, ich kann auch nachschenken. Also, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch, das ist easy. Wenn du da Bock drauf hast, ne, lass dich da von uns nicht. Soll ich das Glas nochmal voll machen? Naja, ist ja noch was drin. Ja. Ich bin mir jetzt unsicher, der ist lecker, also kann es eigentlich nur ein Weißwein sein. Mach das nicht, was du da tust. Echt nicht? Echt. Ich dachte, er war fast leer. Ja, aber deine Bewegungen sind, glaube ich, stärker, als du dachtest. Wolltest du gerade kippen, oder? Voll der Weakling. Ja, ne, guck mal da. Mach das nicht! Ja, nicht schwenken. Dafür ist das Glas noch nicht groß. Dafür ist das Glas nicht groß. Ja. Und deine Kraft, du bist einfach zu kräftig. Also Weißwein. Das loggen wir ein? Ja. Okay. Für den Punktestand, dieses Glas von Sebastian mit diesem Wein ist ein Weißwein. Und wenn das ein Rotwein ist, dann musst du mir den nachher sagen. Ja, wir sagen euch das nachher bestimmt. Weil den will ich dann haben, weil der ist echt lecker. Das wird niemals notiert, welcher Wein das genau war. Ja, aber dann kann ich im Video sehen. Doch, das wird dokumentarisch hier. Die stehen ja gut ineinander, weißt du? Stimmt, aber... So, dann jetzt für Peter wieder. Für Peter wieder. Boah, das wird, glaube ich, ein lustiger Tag, wenn das erste Video für mich ist. Ich muss sagen, die Neutralisierung mit Wasser funktioniert schlechter, als ich erwartet habe. Ich glaube, das wird mit fortlaufenden Gläsern wird das immer schwieriger, weil ich habe immer noch den Rotweingeschmack vom Wasser. Ihr kriegt Wasser? Ach so, ja. Möchtest du ein Stück Zwiebel haben? Danke. Nein, danke schön. Okay. Dann hätte ich dir jetzt so anbieten können, weil das liegt da noch. Salz können wir dir auch geben, oder? Pfeffer. Das riecht nach Spülmittel. Das ist belastend. Ist das nicht so, dass man Kaffeebohnen dann snackt? Essen. Zur Neutralisierung. Kaffeebohnen. Das essen. Mit Instant-Kaffee? Mit so einem Löffel haben? Nee. So wir haben hier Nesquik. Kannst du ein Kaffee-Pad haben? So ein Kaffee-Pad kannst du auch rumlutschen. Wie so ein geiler Kaugummi. Ja, ich glaube, das neutralisiert auch. Okay, ich rieche rot, aber ich rieche fast gar nichts, weil dieses Glas nach Spülmittel riecht. Deswegen kann ich das noch nicht sagen. Aber ich versuche immer noch direkt einen Geruchstipp abzugeben. Hast du gesehen, wie langsam der gekippt hat? Das war cool, ja. Bis der tatsächlich mal da war. Du weißt ja nicht, wie viel genau. Scheiße, ich hab geschluckt. Nein! Ich hab wieder. Muss hier bleiben. Wieder, jetzt kannst du in 7 Stunden kein Auto mehr fahren. Der schmeckt dir, oder? Der ist nicht schlecht, das ist ein roter. Das loggen wir so ein? Das loggen wir so ein. Okay, für die Regie, das hier ist ein Rotwein. Sagt Peterlein. Guck mal, jetzt zwei Weißwein. Jetzt kommt auf jeden Fall ein Rotwein. Das Pattern ist, jetzt kommt Rotwein. So, wir gehen zu Sebastian. Falls du Wasser möchtest. Ja. Bitte. Das nehme ich dir einfach mal, weil es hässlich aussieht vom Tisch. Wie viel hast du hier so reingemacht? Ja, immer, kaum, wenn nachgekippt werden muss, mach mal voll. Ist das nicht ein 500 Milliliter Glas? Ja, das ist ein großes Ikea-Glas. Ja, Scheiße. Also. Nee, das reicht, ja, das reicht doch zum Probieren. Wenn du mehr haben möchtest, können wir ja nachschütten, ist ja kein Problem. Jetzt kann ich aber schwenken, ne? Okay. Ja, mach nicht so stark. Oi! Was heißt oi? Ja, der riecht nach vergammeltem Schrank. Vielleicht die Gläser, die ich ganz oft. Vergammelter Schrank? Wie riecht ein vergammelter Schrank, Alter? Ja, so modriges Holz, Peter. Ja, okay. Moment, aber vielleicht liegt das ja am Fass. Da war das Fass, was modrig war. Nee, ja, das schmeckt nicht nach vergammelten. Was machst du da? Ich wollte meine Ohren da drüber machen, aber das funktioniert nicht, weil dann stehen die ab. Hä, das schmeckt auch okay. Ist das der gleiche wie gerade? Kann sein. Nee, der ist süßlicher. Hat ein bisschen mehr Säure. Also süß-sauer. Möchtest du jetzt einen Nesquik dazu haben? Aus Sake hätten wir noch holen sollen. Ja, Sake geht gar nicht. Sake ist voll lecker. Ja, Sake hätte ich dir aber auch erkannt. Ist das Weißwein? Ja. Vielleicht. Sake und Weiße, also Wein ist ja auch schon echt was ganz anderes, oder? Ja. Ist das wie Reiswein? Ja, das ist ja Reis. Genau. Stimmt, das ist Wein im Titel. Ich würde sagen, das ist ein Rotwein. So im Nachgang schmeckt der mir nicht so ganz gut. Das ist deine Antwort? Ja. Gehst du danach, ob der dir gut schmeckt oder nicht? Wir loggen ein. Ja, das Peter, ich habe mittlerweile gemerkt, dass mein Horizont, ich habe zwei verschiedene Weinarten und auch nur zwei verschiedene Weine, die
die sehr unterschiedlich schmecken, das kippt hier gerade. Ah, ja, also mehr als zwei Weine. So, wir kommen aus einem 04er Cocktailglas. Okay, wir kommen zum vierten Wein für Peter. Ja. Das ist hier in einem 04er Cocktailglas, diese Sache. Und ja, das ist der Wein. Und du darfst gerne schon probieren für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Ach, diese Gläser, ne? Die haben vom Geruch sind die schwierig, muss ich leider sagen. Ich werde darüber meckern, ey. Aber riecht schon weiß, ein bisschen. Leichte Weißnote. Okay. Gibt halt gleich dann. Wir merken uns, das Glas riecht weiß. Ich habe das Gefühl, wir können uns hier eigentlich nur blamieren. Alter. Sorry, Bob. Kannst du es auch normal ausspucken? Was heißt normal ausspucken? Ja, einfach ausspucken, nicht brotzen. Kannst du so langsam an den Mundwinkel runterlaufen ja, lassen? Ja, dass das einmal schön durch meinen Bart läuft. So. Ja, aber ganz ehrlich, der Zug ist abgefahren. Meinst du wirklich? Nein, alles in Ordnung. Wir gehen da nicht weiter drauf ein. Hol schnell den Kamm. Scheiße, den habe ich zu Hause vergessen. Okay, das ist eindeutig, wie ich schon gerochen habe, ein Weißwein. Und nicht mal ein schlechter. Der schmeckt ganz lecker, muss ich sagen. Okay. Das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist ein Weißwein. Laut Peter. Ich habe echt die Hoffnung, Peter, dass du das machst. Okay, Sebastian. Ja. Ich trau mich hier nicht so, den Boden abzuschlagen. Ich nehme ein ausgespucktes. Okay, wo ist denn das Wasser? Ja. Das kommt hier. Das ist der nächste. Und ja, das ist absichtlich so. Wasser ist halt eins, was im Weinglas Selbstverständlich. So, ein Kölschglas für dich. Oh, da kenne ich mich mit aus. Oh, das. Das knistert. Was knistert? Ja, wenn du gegen das Mikro hast, knistert. Ja, nee, aber da sind so Bubbelblasen. Das muss doch jetzt schon Rotwein sein, oder? Das ist der Rosé, wo ein bisschen Bubbels Spule mit drin ist. Hast du uns ertappt, Sepp? Ich würde auch sagen, das riecht wie ein Rotwein. Tja. Oh ja. Also die Frage, ob ich Sebastian helfe. Ja, also, ne, Prost hier, Peter. Du riechst auch schon was, Peter? Nee. Da bubbelst. Ach, Peter, das ist auf jeden Fall ein Rotwein. Das ist ein Rotwein. Sebastian sagt, das ist ein Rotwein. Okay. Ui, der ist pelzig. Jo. Was heißt denn pelzig? Hat der gesprudelt? Ja, der hat geprickelt. Also, wenn du den einschüttest, dann schäumt der also, ja teilweise. Ach so, aber nicht im Mund. Nein, überhaupt nicht. Okay. Der ist so flach gewesen wie meine Brust. Okay. Mhm. Aber ein Rot. Hier ist für dich, das ist der Wein. Wieso ist das lustig? Naja, da konntest du nicht sehen. Ich glaub, aber es ist nichts passiert mit dem Wein. Ist ein bisschen voll, Peter. Du kriegst auch jetzt noch deinen Kanister. Warum wollte nur hören, ob der Wein spricht? Ich wollte hören, ob der Wein spricht, ja. Da war ich mir nicht so sicher. Hat nicht geantwortet. Boah, Alter, weiß. Haben wir nochmal Wasser? Der Rotwein, der war jetzt richtig krass, also der ist immer noch da. Der Rotwein? Ja. Oh. Das war kein Wein jetzt zur Info. Ich hab gespritzt, Entschuldigung. Das war Wasser. Ja, und? Das kam trotzdem aus meinem Mund. Vielleicht haben wir jemanden angeschaut. War das ein schöneres Geräusch für dich beim Ausspucken, ja? Ich hab's gar nicht gehört. Ja, mega, guck Peter. Mal. Peter, nächstes Mal bitte wieder ein bisschen stärker bisschen spucken, Rotze, nicht auf Sepp hören, weil jetzt kam sehr viel mit dabei. Nee, finde ich gut. Ach so, finde ich gut, Peter. Mach mal weiter so. Das kann die Zahnhaftcreme jetzt gewesen sein oder so. Wir sind uns da nicht so sicher. Sah massiv aus. Ist auf jeden Fall auch ein Weißer. Ja. Auch ein Weißer? Ja, Peter kriegt nur Weißwein. Wieso krieg ich den? Der hatte schon zwei Rote. Dann heißt, liebe Regie, für Peter ist das ein Weißwein. Sebastians wird das hier sein. Ein ganz frischer. Finde ich gut. Das klang jetzt eher wie Weißwein beim Einschütten. Als ob du das am Klang beim Einschütten erkennst. Ja. Vielleicht sollst du dran hören oder so. Vielleicht ruft ihr mal an. Weißt du mal. Oh, Entschuldigung. Oh. Ich glaube eher, dass du es vielleicht eher hörst, weil du ja beim Rotwein und beim Weißwein unterschiedliche Gläser hast. Und die klingen halt anders. Aber dann ist jetzt ein Cocktailglas. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt hier ja so random Gläser, da kannst du wahrscheinlich wirklich nichts dran erkennen. Muss hören. Das ist immer ganz wichtig. Aber das riecht schon wie ein Weißwein. Oh. Ja, der ist auch so leicht wie ein Weißwein. Easy game. Ja, Weißwein, easy. Aha. Das ist ein Weißwein. Das ist ein Weißwein. Okay.
Peter, bin ich da nicht auf dem richtigen Weg, dass Rotwein meistens eher so ein bisschen von der Textur her dickflüssiger ist und Weißwein eher so wässrig? Also ja, im Durchschnitt würde ich dem zustimmen. Da gibt es aber auch andere, oder was? Also ja, es gibt auch super leichte Rotweine, ja. Sebastian, weißt du mal, Rotwein ist ja doch deshalb dann auch wahrscheinlich nicht so durchsichtig, weil er halt, weiß ich nicht, mehr Teich. Der nächste für Peter. Ich hatte letztens einen relativ. Aber das ist ja dann auch ein See, oder? Nee, nee. Hm. Dankeschön. Bitte. Was brauchst du? Einmal Spooky-Glasi, danke. Ich hätte mehr von dem trinken sollen, der war lecker. Kann ich dir noch was von haben? Hoppala. Einfach so mal. Oder ist er schon weg? Und da riechen wir wieder einen roten. Schade. Wieso lacht ihr so? Ihr würdet uns hassen. Ihr würdet einfach gehen. Ja, ich glaube das. Verständlicherweise. Peter, das klang ein bisschen wie... Wieso werden wir euch hassen? Nee, werdet ihr nicht. Nee. Ihr würdet. Ach so, ihr aber würdet. Wir reden ja nicht über Sachen, hätte, wäre, kennt. Du kriegst einfach die ganze Zeit kriegst du den gleichen Wein. Nee, krieg ich nicht. Das war ein roter. Das war ein roter. Lecker. Lecker Wein, sehr lecker. Wir haben darüber nachgedacht, aus deinem Kanister das nächste Glas zu befüllen. Oh, das wäre so gut. Wir waren nur am Überlegen, für wen von euch. Oh, das wäre nicht so gut. So, Sebastian kriegt nochmal einen Wein. Oh, das wäre ganz schön eklig. Endlich mal. Endlich kriegt Sebastian. Wie viel habe ich jetzt? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5. Dafür einer kommt noch. Okay. Ich sehe ja den Kanister. Bisher fühle ich mich gut. Ich glaube, das war okay. Ich sehe ja den Kanister. Ich sehe ja den Kanister nicht von Peter, ne? Aber ich würde frech behaupten, der ist ein bisschen schaumig, oder? Der wird vor allen Dingen röter als nicht rot sein. Ja, das ist ja egal. Aber wenn du mir den hier reintun würdest, dann würde ich, glaube ich, so Schaumsachen mittrinken, oder? Also die letzten zwei Male hast du das nicht gemerkt. Da hast du einfach nur gesagt, das ist ein roter oder ein weißer. Der war jetzt ganz schön halb trocken. Ja, wirklich. Oi. Der ist trocken. Und das erkenne ich jetzt aber nicht so gut. Also. Darf ich da mit dem Finger rein? Warum musst du da jetzt was ändern? Du musst probieren. Wie mit dem Finger rein? Oder spürst du an meinem Finger? Das Glas wird niemand anders benutzen. Also du kannst auch deinen Finger da reinstecken, ja. Kannst du uns erklären, warum du da mit dem Finger rein willst? Ich versuche anhand der Textur zu erkennen, ob das ein Rot oder ein Weiß ist. Aber macht das nicht wie kalt der ist, oder? Ja, die sind ja alle gleich kalt. Nee, macht das nicht voll Sinn? Kannst du mit der Zunge nicht besser fühlen als mit deinem Finger? Ja, nee, meine Zunge ist mittlerweile so taub, die... Ja. Das ist ja 6 Schluck, ist die taub. Lassen Sie seinen Finger da reinstecken. Ey, steck den Finger rein. Jetzt sag ich, sag ich zu Hause. Ja, genau. Ja, und fühlt sich das rot oder weiß an? Das sieht überhaupt nicht doof aus. Ich sage dir nur. Das ist ein Weißwein. Weißt du, ob du dir gerade den Finger abgelutscht hast? Ja, natürlich, da ist auch Wein dran. Was ist das denn jetzt gewesen, Alter? Das verstehe ich auch nicht, aber das soll ein Weißwein sein. Okay, das soll ein Weißwein sein. Komische Fingertechnik hier. So. Peters letztes. Mein letztes? Oh, ich bin so hyped auf die Aufklärung. Sollen wir jetzt mal eine andere Flasche nehmen? Lüge! Peters letzter Wein. Aber vielleicht ist es auch gar kein Wein. Vielleicht ist es mal vielleicht ein neuer. Naja, vielleicht ist es ein Kanister. Peter kriegt jetzt einfach ein Bier. Oh, das wäre lustig. Wir haben den Vorhang umgekippt. Das merkst du nicht, weil dein Mund ist so voller Wein. Das wäre sehr witzig. Vorsicht, das Glas steht da. Ja. Und der Kanister steht da. Danke. Gerne. Oh, du trinkst jetzt aus deinem Kanister? Finde ich gut. Ja, nicht verwechseln, Peter. Rechte Hand ist dein Glas. Ja, nicht aus dem linken jetzt trinken. Aber wir sind ja für den guten Zweck, wir verkaufen das hier an den Höchstbietern auf eBay. Meinst du, die halten sich so lange, bis hier so durch ist? Da können wir 2 Schockbier daraus machen, das heißt, wir können da doppelte einnehmen. Er riecht weiß. Aber er schmeckt rot. Ist das Weindiskriminierung, die hier passiert? Was sagt die Katze? Ja, ist ein Weißer. Der schmeckt weiß. Ja. Ja, ist ein Weißer. Ja? Ja, da warten wir jetzt alle. Ja, da ist ein Weißer. Dankeschön. Okay. Ja, das ist ein Weißer. Du hast echt viele Weißweine gehabt. 3 Rotweine, 4 Weißweine. Das ist nicht so weit auseinander. Meinst du? Bei 7 ist halt auch irgendwie, naja. Ja.
Alter, darf ich das letzte mir angucken? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Ach, nee, noch nicht. Okay, die Auflösung kommt gleich. Okay, ihr habt das aus Pillars. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt das aus Pillars genommen, ey. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, ich schwöre. Ja. Das ist ganz normal das Getränk. Ich schwöre auf deine Mutti. Aber das knistert, Bram. Ja, aber das ist trotzdem. Das ist trotzdem nicht aus dem Kanister. Der Kanister steht rechts. Martin kann das bezeugen. Hier wird kein Schmuh gemacht. Richtig, lass mal. Christian hört gerade. Nee, jetzt knistert das, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Jetzt vorbei. Ach so. Jetzt halt, wenn du so eine Muschel ans Ohr hältst und denkst du so, da kannst du am Meeresrauschen, obwohl da eigentlich nur die Luft ist, so das ist bei dem Glas genauso. Ja, schütt mal nach und dann musst du hören. Am also, Anfang knistert das ja nur, weil da am Anfang so kleine Bubbles durch das runterspülen. Ja. Okay. Da, ich hör's doch. Tatsache. Das ja. Knistert. Was, okay. Ich erzähl dir Stuss oder was? Ja, recht. Das Glas ist jetzt relativ voll. Ja, das ist mir egal. Ja, ein Viertel. Hauptsache, das ist ein Weißwein. Also, oder ein. Mhm. Das ist ein Viertel voll. Aber von der Textur ist er halt nicht so eindeutig, weil. Okay. Du musst den Finger reinstecken. Steck doch diesmal den Zeh rein. Ja. Nase. Blubbel mal mit der Nase drin. Ja. Ja. Zieh durch die Nase. Ich glaube, bei dem komme ich mit meiner Fingertaktik nicht weiter. Ach so. Natürlich. Bei dem nicht. Das geht nämlich nur bei dem anderen. Das wäre so geil, wenn das der gleiche wäre. Aber das ist auch könnte halt sein. Also. Der ist, glaube ich. Ja. Wir haben ja schon gesagt, wir haben nur eine Flasche aufgemacht. Ja, ja. Ja, aufgemacht haben, ja, aufgemacht haben wir alle. Also, so weit weg von dem anderen ist der nicht. Also, da ich immer noch am Trinken bin, ne? Mhm. Ja. Es hat ein Weißwein. Okay. Sonst muss ich mir den aufschreiben, der ist nämlich echt ganz lecker. Das war ein Weißwein. Das war nochmal ein Weißwein. So, dann könnt ihr ja gucken. Wir können gucken. Ah, oh, finally. Das ist die Flasche, die wir leer gemacht haben. Ah. Oh. Die war häufiger dabei. Ah! Ja, ist okay. Das war, ich glaube, beide Male eure letzte. Andi hat ja mitgeschrieben. Ja. Das war auch. Tendenziell ganz gut. Also dein erster war auf und jeden dein Fall zweiter letzter. Und dein dritter. Nein! Nein. Das auf keinen Fall. Also, okay, ich bin echt gespannt jetzt. Okay. Tendenziell muss ich aber sagen, war schon nicht so gut. Okay, krass. Ernsthaft? War nicht so gut? Ich glaube schon. Ich glaube, es war tatsächlich sogar ganz gut. Andi, wie sieht's denn aus? Hatten wir einen falschen dabei? Bei Peter. Fangen wir da an. Bei Peter war keiner falsch. Alle richtig! Ja, Peter war schon abgefahren. Wie sieht's aus bei Sebastian? Bei Sepp war einer. Bei Sepp war einer falsch. Ey, Peter, das war der hier. Und zwar der hier. Deswegen haben wir den immer wieder gegeben. Ach so. Den hast du dreimal gehabt. Echt? Ja. Lol. Bis du halt einfach mal gesagt hast, ein Weißer. Das war auch der, wo du den Finger reingesteckt hast. Ja. Ah. Und dann hast du beim nächsten Mal aber gesagt, das hilft dieses Mal nicht. Das war wirklich der gleiche? Ah. Oh mein Gott, wie awesome ist das denn? Ich sag ja, das könnte sein, dass er so ähnlich ist, aber. Aber ich glaube, wir haben trotzdem. Mega. Also, wir haben jede Flasche einmal benutzt. Oder? Wobei, bei dem bin ich mir nicht sicher. Wobei, doch, klar, das sieht aus wie ein Sauvignon. Weil das sieht aus wie ein. Ich glaube, das ist ein Weißwein, ne? Ne, sieht nicht so aus, oder? Oder? Bei einem war ich mir. Sieht nicht aus wie ein Weißwein. Nee, war das nicht. Bei dem Pinot Noir. Da habe ich nämlich nicht gelesen, dass das ein Blanc de Noir ist. Also ein Weiß. Ah. Weil sonst kenne ich Pinot Noir als Rotwein, oder? Keine Ahnung. Cool. Keine Ahnung. Mega. Das war gar nicht so schlecht. Das war richtig gut von euch, muss ich sagen. Ein Fehler. Könnte man sogar mit riechen machen. Hätte das auch richtig gerochen. Nächste Challenge. Oh, Peter ist krass. Ja. Beim nächsten Mal. Brandweine kann Peter bestimmt richtig gut errichten. Das ja, so Schnäpse. Ist ja. Das eine Birne? Ist das eine Kirsche? Ist das eine Banane? Ja, gut, Unterberg. Banane jetzt nicht. Ist das ein Unterberg? Nein, kann ich nicht, tatsächlich. Das gibt noch so für die richtig krass. Da bist du aber auch wirklich beim Probieren schon danach richtig in der Ecke. Ah, die kannst du ausspucken. Ja. Also Sepp, wir haben gesagt, das ist kein Thema. Wussten wir, das ist kein Thema. Würde ich auch sagen. War schon echt ganz gut. War besser als gedacht. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.